Leute, ich wollte euch in meinem heutigen Video eigentlich nur mitteilen, dass ich ab jetzt eine Brille habe. Aber keine Angst, ich werde die jetzt nicht in jedem Video anziehen, weil ich bin nur ja leicht sehgeschwächt, beziehungsweise habe ich eine Kurzsichtigkeit von 0,5 Dioptrien. Und ja, ich muss die Brille halt hauptsächlich zum Autofahren dann anziehen oder wenn ich mal ins Kino gehe. Und ich wollte es eigentlich nur mit euch teilen, weil ich weiß nicht, das ist so ein wichtiges Ereignis in meinem Leben, habe ich das Gefühl. Und das wollte ich euch einfach ja zeigen und mit euch teilen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn meine Brille so findet. Also ich finde die eigentlich ganz cool. Ich wollte nicht so eine typische Nerdbrille haben. Und die ist so eine Mischung aus, weiß gar nicht, Nerdbrille und Sekretärinbrille. Aber mir gefällt das eigentlich ganz gut und die ist übrigens von der Marke Kukai, glaube ich, so heißt das. Und ja, ansonsten werde ich die Brille wahrscheinlich entweder ganz schnell verlieren oder auch am Anfang erstmal nur dann aufziehen, wenn ich total schlau rüberkommen will oder wenn ich einen auf attraktive Sekretärin machen möchte. Und ich finde die Brille eigentlich wirklich cool und wahrscheinlich sage ich das auch nur jetzt und in einer Woche nervt die mich schon total. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Erfahrungen teilen. Also, wer von euch eine Brille hat, nervt die euch? Habt ihr jetzt schon Kontaktlinsen? Oder findet ihr die immer total toll und tragt die wirklich richtig gerne? Naja, ich werde das jetzt mal so sehen, wie das dann damit ist. Es ist noch total ungewohnt. Und ja, am Anfang werde ich wahrscheinlich wirklich noch genießen, auch mich damit so zu stylen, weil das macht bestimmt voll viel Spaß. Und ja, also schreibt mir wirklich gerne mal in die Kommentare, wie ihr die so findet und ob ich vielleicht auch mal Videos damit machen soll, also sowas wie Make-up mit Brille, beziehungsweise Make-up für Brillenträger. Also ja, lasst mir einfach ein paar Ideen da und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao, ciao! Ich dadurch besser sehe, aber ich werde die natürlich auch beim Autofahren und so aufziehen, also... Ach, Manu!